Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von Phasmophobia. Heute wieder mit dem guten Lasse, mit dem Michael und wir haben unsere Aushilfsziege Azubi Peacemaker. Hallo. Hallo. So. Genau. Was für Haus haben wir denn Feines? Wo hat's denn uns hingeschlagen? Ich glaube, das ist Edgefield. Es müsste Edgefield sein. Edgefield. Also der liebe Ansager am Telefon meinte gerade, wir hätten nur einen Geist, der sehr brutal ist, mit Violence. Okay, brutal ist doof. Hab ich ja gerade schon mitgekriegt. So, ich nehme diesmal die Geisterbox mit, nur weil ich es kann. Viel Spaß. Passt auch, er geht nur alleine. Ah, ich glaube, ich muss weg. mit gefangen. Thermometer, Waschbecken und EMF. Ja, das sind aber schon schöne Aufgaben. Möglich. Ja, und der gute Geist heißt möglich. Daniel Brown. Nice. Einer muss das Thermometer sich schnappen, wer nicht hat. Also ich hab's Buch, ich hab eine Taschenlampe und ich hab die Sprachbox. Ich hätte doch, warte mal, Thermometer ist wo? Ich hätte doch das gelbe, die gelbe Pistole oben. Ah, das ist da oben, okay. Rechtsklick an und unter 10 yep. Grad ist meistens dann der Geisterraum. Also so 11, 12 ist auch schon Geisterraum. Haben wir alles? Dann Attacke, Geisterjäger. Jo. Ghostbusters. Wir müssen noch uns überlegen, wie wir uns nennen wollen. Als Geisterjäger. Schau mal, was das jetzt wird. Ja, hoffen wir mal nicht, dass PC stirbt. So, kann ich die Tür auf? Hoffen wir mal, dass die nicht sterben. So. Tür auf? Jo. Hallo. So, gleich mal Lampe anmachen. Aber mo Jungs, mo Frage. Dann müsst ihr bitte Thermometer ausrüsten und die Räume checken. Wie wollen wir uns eigentlich als Geisterjäger nennen? Habt ihr mal die Temperatur okay. 16, 13, das passt. Passt also. Tür auf, dann muss aber mal so reingehen. Hallo, bist du hier? Jetzt. Habt ihr eine Idee, wie wir uns eigentlich nennen sollen als Geisterjäger? Goatmasters? Goatmasters. Na. Ja, wir jagen ja nicht dich, Pisi, oder? Ja, wenn ja schon. Ja, okay. Ne, wir opfern dich schon nur. Genau. Hier ist irgendwas. Bist du hier? Das ist Strom. Da können wir Manpower an und da ausmachen. Also an, wenn es normal Hausaufgaben drin ist. Bist du hier? Also hier unten, ich gehe mal gerade mit dem Keller, genau. Gib uns einen Zeichen. Bist du hier? Ich habe einen Knochen gefunden. Wohnzimmer gleich rechts, wenn du reinkommst. Perfekt, ich komm. Sagen Temperaturen? Alles heiß? Alles noch 16, 13. Bist du hier? Ich würde sagen, wir checken uns mal auf der anderen Hausseite, dann gehen wir nach oben. Gib uns ein Zeichen. Rede mit mir! Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Hast du Verstopfung? Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Hier ist gerade auf 9 runter, aber ich glaube, das ist auch noch im Rahmen. Ja, nee, 9 ist Geisterraum. 9 ist schon hier? Gute Temperatur. Okay. Dann ist das hier. Warte, hier in der Ecke irgendwo war es gerade. Ja, es wird dann der ganze Raum sein. Nee, also hier ist sonst überall jetzt wieder 16, 15. War so beim Kamin. Oh, der kann doch nicht Mann sein. Ja, kennst du das Wohnzimmer hier sind? Bist du hier? Entweder Wohnzimmer oder daneben. Das kann man mit, komm mit. Da kann es auch hier drüben sein, weil hier drüben ist auch noch Raum. Bist du ein Küchengeist? 8, 7, 9, 10. Komm mal hier rein. 14, bist hier, du hier ist 8, 9. Bist du hier? Jetzt sind es wieder 13, 7, 9. Ja, hier sind 7, 9, hier das Zimmer ist es. Hast du kalt? Hey. Hast du Verstopfung? Ups. Möchtest bist du ein paar Söckchen? Hier? Ist der Geist nicht aktiv alleine? Ja, also ja. Ich muss nur kurz hier alleine drin sitzen. Wir laufen die gerade. Also bleib hier. Ja, bleib hier.
komm zu mir, Badezimmer. Oh. Bist du hier? Wir können ja ein bisschen kuscheln. Genau, wir können ja ein bisschen kuscheln bei den Temperaturen. Hast du Angst? Wasch mir vorher die Hände. Ich habe Rauschen. Ein sehr schönes Programm ist das. Das Wasser hier. Wir haben das Wasser angemacht. Oder? Nee, das war die Geisterbox gerade. Die Hallo, bist du da? Nein, das war der Fernseher. Also nichts erkannt bei mir. Hast du Angst? Ja, also im Moment ist es so, ich rede mit ihm, aber er tut nichts. Bist du hier? Wenn er nicht ansteht, hat er die Frage verstanden. Bist du hier? Nichts erkannt. Jetzt sind wir noch gestört hier. Dreist. Wie alt bist du? Nö, er meldet sich nicht. Okay. Hast du Angst? Nichts erkannt. Ich lege mal das Buch auf den Tisch, ja, aufs Bett. Schreib, ich habe auch bis jetzt keine Fingerprints. Also ist wir das haben wirklich dieser Raum, nichts. Weil das ist so ruhig. Mhm. Echt nervig, ne? Also echt weird. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Ich gebe mein Licht, dass irgendwas hat. Hast du Kleider? Findest du Lord Demon riecht gut? Nein, da steckt wie Käsefuß. Okay, wir haben ein Stimme. Lass mal die UV-Lampe drinne. Magst du Licht? Hat Peacemaker gefurzt? Mit Verstand. Immerhin. Schreib in das Buch. Kann mal einer im Raum das Licht bitte ausmachen? Danke sehr. Bitte, bitte, bitte. Bist du hier? Wir haben Geisterorbs. Cool. Okay. Okay. Unsere Sanity von allen ist bei 70. Gleichmäßig. Wow. Also, wir haben zur Auswahl Phantom, Poltergeist, Jin, Mare und Shade, Yurai. Also noch fast alles auf. Welche Karte hatten wir? Anfänger. Dann wird's Yurai sein. Warum so sicher? Der Yurai droppt Sanity doppelt so schnell und das merkt man eigentlich immer nur beim Anfänger. Schreib in das Buch. Also haben bis jetzt nur den Orb erstmal als sichere Beweis. Bist du ein Kind? Willst du mit Peacemaker spielen? Schreib in das Buch. Dann haben wir wenigstens Geld. Ja, auf jeden Fall. Oh cool, Knicklicht, das nehme ich gleich. Geh mal gerade nach oben. Der hat gerade... Beim Wickeltisch hat er gerade Licht an und ausgemacht. Nur mal keine Aktivität auf dem Aktivitätsthermometer. Nee, hier. Soll ich nochmal runter? Oder wo wir das Thermometer haben? Meinst du, der ist am Wickeltisch? Er hat ja auf jeden Fall gerade das Licht an und ausgemacht. Okay. Oder ein Abstellraum ist das, glaube ich, eher. Kleiderschrank. Hier ist es 3 Grad. 3 Grad, 4 Grad, ja, immer noch hier. 3 Grad. Bis 5, du hier? 4, 3, hey, 6. Hast du Angst? Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Nichts erkannt. Gib uns ein Zeichen.
Hat jemand die UV-Lampe dabei? Ich hab die gerade in der Hand, ich guck gerade schon. Aber ich hab nichts, also ist nirgendwo Fingerprints. Gib uns ein Zeichen. Er reagiert ja nur, wenn wir alleine sind, oder? Ja, das stimmt. Ich guck mal draußen im LKW, wie es aussieht mit der Aktivität. Zeige dich. Gib uns ein Zeichen. Pillen haben wir noch keine, oder? Nee, Pillen gibt's nicht. Oder vorher haben wir noch kein Geld. Wir sind ganz arme Geisterjäger. Wir sind unechtes Niveau. Sei froh, dass die Temperatur noch nicht mit dem Finger messen muss. Also Aktivität ist gerade null. Geisterorb sehe ich auch keinen im Moment. Ah doch, gerade Geisterorb an der Tür gesehen. Links oben der Ecke. Genau da. Du hast doch nicht gemeint, dass der Geist Akro... ich nicht. Ich habe die Behauptung fortgeführt, die da stand. Okay. EMF hat ausgeschlagen, ist erledigt und jetzt brauchen wir noch Waschbecken. Im Bad. Ist gerade Aktivität auf 2. Ich komm rein. Ich hab's in 2 rein. Sollen wir räuchern oder irgendwas? Haben wir das eine echte Aufgabe? Weil sonst, wenn du jetzt räucherst, macht der Geist längere Zeit. Nee. Fotografiere dreckiges Wasser im Waschbecken haben wir noch. Das Buch. Die Zahnbürste ist hier rumgeflogen. Also ist die Zahnbürste auf dem Boden zwar nicht so die feine Art. Damit will man sich die Zähne putzen. Arsch. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Ich hab nur noch eine Kamera aufs Klo gestellt. Ja, sollte man in jedem Haushalt haben. Klo-Cam. Es ist dann eine neue Vlog-Variante. Vor allem bei Damenbesuch. Na? Genau. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Musst du aufs Klo? Nichts erkannt. Da war keiner von uns, oder? Nee, ich hab nichts mehr mit dem gemacht. Aber keine Fingerprints. Hast du Verstopfung? Schreib in das Buch. Aber kurz ein bisschen zu gucken können. Nein. Hast du zu viel Schoki genascht? Go, oh, Steps. Gib uns ein Zeichen. Ja, sind wir nicht sowieso nur, wenn wir alleine sind? Okay. Oder wenn einer alleine ist? Ja, eigentlich schon, deswegen, ja. Gib uns ein Zeichen. Ruf mich an! Bist du hier? Also er mag das Licht, der flackert mit dem Licht. Ja, er hat gerade, ich habe das Licht angemacht, er hat rumgeflackert. Gib uns ein Zeichen. Buch. Ah, gut, dann haben wir Buch jetzt auch schon. Super. So, dann hält mir zur Auswahl. Einen Shade, einen Yurei und das war's. Es ist ein Yurei, ich sag's, es ist ein Yurei. Also ich habe jetzt Geisterorb, EMF. Ich habe jetzt Geisterorb, EMF, Ebene 5 und Geisterbuch eingegeben. Ne, EMF 5 haben wir noch nicht, wir hatten nur 3. Okay. Ja, das stimmt. Also EMF ist immer dann relevant, wenn es auf 5 ist, aber jeder Geist kann theoretisch EMF droppen, aber halt keinen 5er. Alles klar. Die Geister, die 5 haben. Also bei Geister, also bei Yurei bräuchte man Geisterorb und Gefriertemperatur und Geisterbuch.
Und beim Shades? Ja, Gefriertemperatur hatten wir. Es war teilweise auf 3, 4 Grad runter. Oder muss aber unter 3 Grad tatsächlich. Muss minus sein. Minus. Muss minus sein. Und bei Shade bräuchte man ELF Level 5, Geister, Orbs und Geisterbogen. Okay. Ja, geil. Also genau die beiden Sachen, die eventuell mal nicht triggern. Aber ein Shade ist schüchtern, deswegen denke ich auch, dass es ein Yurei ist. Und wir sind die ganze Zeit so fit und er macht Aktivitäten, also Licht an, Licht aus, dies, das. Ja, Temperaturen, die gehen maximal auf 3 Grad runter oder minimal auf 3 Grad. Nicht, wie die, ich weiß jetzt gar nicht, wie die Sanity ist, aber ich weiß halt, dass wenn du nur hast, gerade auf Anfänger, fällt die Sanity schnell mal relativ schnell runter. Also ja. Vorhin, als ich geguckt habe, war die so bei 60 bis 50. Ja, das sagt das, also deswegen würde ich jetzt mal einfach aus Caps so die ganze Zeit im Dunkeln. Zeig dich! Also, ja. Ja, aber auch auf Anfänger nicht. Also wenn du kannst ewig drinnen bleiben, du verlierst vielleicht 15 oder 20%, nicht 30 oder 40. Gib uns ein Zeichen. Wir sind zusammen. Wie macht man die Türen auf? Mit Linksklick und dann musst du sie in die Richtung ziehen. Gib uns ein Zeichen. Die geht nach innen auf. Ah, das ist klar, okay. Ein Zeichen. Diese Tür ist blöd, weil die geht jetzt zum innen auf. Nicht feuersicher. Nicht gleich sicher, wenn du da Panik kriegst und übrigens nicht schleust, ist das. Ist kein guter Fluchtweg. Hast du keine Lust? Keine. Sag zu mir was. Nee. Eddie in the Pool. Erscheine, Geist. Bist du hier? Erscheine. Wie heißt eigentlich der Geist? Ich schau nach, Moment. Erscheine. Gib uns ein Zeichen. Mal oben die Räume schon durchsucht? Ne, oben noch nicht. Ja, ich war mal oben und hab die Räume durchgeguckt. Sandy ist bei Dagan auf 7%, 4%. Okay, ich dachte, wir noch einen Gigabot zu nutzen können. Peacemaker, du musst global reden, wenn du mit uns. Genau. Der Name was ist? Daniel Brown. Erjagt! Erjagt! Ich bin tot. Ja. Ich kann rauskommen, die Jagd ist vorbei. Wir haben ein Opfer zu beklagen. Okay. Er ist tot. Also, du musst ein bisschen. Du musst. Hallo? Ja? Also, Michael kommt total abgehackt rüber gerade. Michael ist tot, ich meine Lasse. Also ich sag's dann nochmal, wenn du Van bist, du bist alleine, du möchtest mit uns reden, musst du den Funk benutzen. Das ist dann die andere Taste. Ich weiß nicht, was du dann eingestellt hast. Weil dann, wir haben es zwar gerade eben verstanden, weil das der Van relativ dicht am Haus ist. Aber es gibt manchmal Karten, da ist das halt nicht so. Okay, alles klar. Also dann im Van, dann mit der Global Chat. Ja, im Grunde, wenn du wegläufst und uns nicht siehst, dann mach Global. Alles klar, okay, danke. Bin das selbst dann, sorry. Was nehmen wir jetzt? Yurei oder Shade? Ich würde Yurei sagen. Ja. Ich tippe auch auf Yurei. Das ist halt gerade unsere Sanity bei 20 und 30 und niedriger. Hat ihr der Yurei eingetippt? Ja, ich hab. Ich weiß nicht, wie es mit Michael ist. Ja. Auch die Toten dürfen mitfahren, wenn sie wollen. Der Tote hat. Ja, die Toten lassen wir hier. Im Wagen der Lebenden. Der lebenden Toten. Der toten Lebenden. So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir haben. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Es war ein Shade. Hey, scheiße. Schade. Sehr schön. Okay. Egal. Hätte ich gedacht. Auf jeden Fall, das war sehr interessant. Der Geist ist die ganze Zeit so gegen die Wand gelaufen. Ich denke mir so, sieht sehr interessant aus. Ich bleib trotzdem mal im Raum und mach ein Foto. Hat sogar gedacht. Dann habe ich mir so gedacht, ja gut, der Geist läuft immer noch gegen die Wand und dann auf einmal dreht er sich so um, so leicht. Dann habe ich mir gedacht, ach, versuche ich mal abzuhauen. Er ist aber die ersten locker 20 Sekunden gegen die Wand gelaufen.
Okay. Ich dachte erstmal, will er durch die Wand laufen oder was macht der da? Ja, der hat vielleicht ein anderes Ziel gehabt. So, aber in diesem Sinne. Ich bin ein wenig verwirrt. Willst zusehen? Wir haben schon wieder die Zeit erreicht. In dem Sinne, haut alle rein, genießt den Tag und tschüss.